Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Beruf, im Sport oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. In meinem Podcast triffst du Menschen mit besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und das können Menschen sein wie Weltmeister, Olympiasieger, Experten, aber auch besondere Leute aus der Wirtschaft, aus der Kunst oder aus der Politik. Und heute habe ich wieder eine ganz besondere Frau für euch eingeladen. Und das ist Petra Berghaus. Und wenn ihr wissen wollt, wie Petra mit Leidenschaft Menschen begleitet als Trauersängerin und wie sie Mama des Trosttigers wurde, dann bleibt dran, weil das erfahrt ihr nach dem Intro. Liebe Petra, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Ich freue mich auch total, Andrea. Ich kenne dich ja schon und war schon ganz gespannt auf das Gespräch heute. Also ich bin voller Vorfreude und ja, lassen uns starten. Ja, und für alle da draußen oder die uns auch sehen und hören, keine Angst. Die Petra ist eine so lebenslustige Person, auch in Anführungszeichen, wenn sie Trauersängerin ist. Das wird kein Podcast, wo wir nur traurige Sachen besprechen, sondern es ist einfach auch mal über dieses Thema zu reden, diesen Thema Tod, was in unserer Kultur oft totgeschwiegen wird. Und da bin ich so dankbar, dass die Petra in mein Leben getreten ist und auf diesem Wege auch tausend Dank an Bernhard Karl Hammer und Uwe von Grafenstein von Geschichten, die verkaufen, weil da haben wir uns nämlich kennengelernt. Die Petra hat ein ganz neues Business gestartet. Ich bin nochmal neu durchgestartet. Und liebe Petra, du bist ja eigentlich Trauersängerin geworden, weil du deiner Mama einen Wunsch erfüllt hast. Erzähl mal. Ganz genau. Das hat vor 3 Jahren angefangen. Denn Wahnsinn, morgen vor 3 Jahren ist ja also die Mama gestorben, an dem Silvesterabend. Und 5 Wochen vorher hat sie die Krebsdiagnose bekommen. Also sie hat wirklich nur noch nach Diagnose 5 Wochen gelebt, was natürlich krass wenig ist. Und diese 5 Wochen waren aber im Nachhinein wundervoll, denn wir sind, meine Schwester und ich, ganz nah mit ihr gewesen, jeden Tag, und haben also gar nicht über den Tod eigentlich geredet. Also wir wussten es zwar, dass es passieren wird, aber wir haben einfach nur noch über das Leben geredet und haben uns gefreut, dass wir uns sehen. Und dann hat sie noch im Hospiz verbracht, 3 Wochen. Das Hospiz kannte ich schon und dort hatte ich auch schon mal 2-3 Mal gesungen bei Gedenkfeiern. Also war es mir nicht fremd, so. Und dann hat Mama gesagt, singst du auf meiner Beerdigung. Und weißt du, im Hospiz unter diesen Bedingungen versprichst du alles. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt könnte. Ich habe einfach aus dem Impuls heraus gesagt, natürlich singe ich für dich, so. Ja, und dann, ja, verstarb sie. Und 2 Wochen später war die Beerdigung. Das war noch kurz vor Corona, also Kirche komplett voll. Und meine Mutter, super viele Freunde, Familie. Ja, sie war auch sehr, sehr lebensfroh und lustig. Boah, und dann habe ich gedacht, nee, also wie soll das denn gehen? Ne? Da habe ich gedacht, das schaffst du definitiv nicht, weil ich habe das dann geübt immer. Also und nach 3 Sekunden immer sofort geheult. Das wäre auch meine Frage gewesen, weil es ist ja, man hat nur eine Mama. Und wenn dann sowas ist, dann ist es wirklich, die habe ich damals auch beim Elton John bewundert, als der bei der Lady Di gesungen hat, um das zu schaffen. Und du hast das dann gemacht und hast deiner Mama ihren letzten Wunsch erfüllt. Absolut. Aber weißt du, Andrea, es war überhaupt gar nicht schwer. Denn es war so, dass in meinen Vorstellungen war das immer furchtbar und dass ich dann irgendwie da in Tränen ausbreche und so weiter. Man macht ja im Kopf sich ganz viele Gedanken immer und also fängt an zu katastrophisieren, glaube ich. Genau. Ich glaube, so heißt es. Und so, ne, das kenne ich auch gut von mir.
Aber ich bin, in dem Moment habe ich mich einfach nur so leiten lassen. Ich bin in die Kirche rein, da war der Bestatter, der hat alles hingestellt, da war die Urne von der Mama und ich kann dir das nicht beschreiben. Das war so ein Gefühl von innerer Stärke und als wenn so, es war so, wurde so warm um mich, als wenn meine Mama mich so in den Arm nimmt oder so in die Hand nimmt und sagt so, wir machen das zusammen. Und es wirklich, es war ganz, ganz starker Impuls, dass ich sofort wusste, ja klar, ich mache das. Also es war gar keine Frage mehr und dann hatte ich mir nur gewünscht, das am Anfang zu machen, damit ich dann auch wirklich mich noch auf die Feier konzentrieren kann. Und das war dann auch so. Und es war einfach magisch. Es hat einfach alles verändert. Also mein ganzes Leben verändert, dieser Moment. Das wollte ich gerade sagen. Denn von da an hast du eigentlich für dich auch gespürt, dass das eigentlich eine Berufung für dich ist, dass du eigentlich das gerne anderen Menschen geben möchtest oder denen helfen möchtest, dass die in den Stunden Abschied nehmen, was sehr schwer ist, in diesem Moment so schön wie möglich zu machen, inwieweit man das so sagen kann. Aber einfach sehr würdevoll, mit sehr viel Liebe den Menschen begleitet und auch den Menschen verabschiedet. Und ich weiß, Petra, wenn heute jemand den Wunsch hat und sagt, oh, ich möchte gerne auch eine Trauersängerin haben, dann hast du ja eine Internetseite, wo wir natürlich da unten in den Shownotes auch den Link mit reintun. Das heißt, die Menschen können sich bei euch, bei dir anrufen. Die haben ein Erstgespräch, wo du einfach auch mal zuhörst, wer ist es, was ist passiert, wie ist die Veranstaltung. Und die können sich zum einen, hast du Lieder, die du singst. Das sind ja auch wunderschöne, My Life ist zum Beispiel dabei. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich singe alles. Sinatra. Also du singst ja fast alles, aber du hast auch eigene Lieder. Genau, das ist ganz wichtig. Erstmal ist es so, genau, hast du sehr schön beschrieben, also die Leute rufen mich an und dann erzählen sie erstmal ihre Geschichte. Also meistens erzähle ich meine Geschichte kurz, sodass sie auch spüren, ah, die Frau weiß, was das bedeutet, jemanden zu verlieren. Und dann vertrauen sie mir auch und dann erzählen sie mir eigentlich auch immer ihre Geschichte, die dahinter steht. Und sage ich, Mensch, ich versuche eigentlich mit den Menschen so die Lebenslieder rauszufinden von dem Menschen, der gegangen ist, aber auch ihre eigenen. Denn ich sage immer, man wünscht sich vielleicht Lieder, die auf diesen Menschen passen, aber man darf sich auch Lieder für sich selbst wünschen. Ja, einfach, wenn man weiß, das gibt mir jetzt Hoffnung. Die einen miteinander verbunden haben, wo man sagt, man hatte da einen besonderen Tanz oder ein besonderes Erlebnis, als man das Lied mit dem Menschen zusammen gehört und erlebt hat, gell? Genau, ne? Und deswegen habe ich schon die verrücktesten Sachen gesungen. Also das sind nicht immer nur traurige Lieder. Die Leute denken, ich singe jeden Tag nur ganz traurige Lieder. Das ist also gar nicht so. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von dem Mann, der war im Hospiz und hat sich da gewünscht, dass ich dann singen werde. Und der war mit seiner Familie gerne am Meer und hat gesagt, ich suche mir alles Lieder raus, die mit dem Meer zu tun haben. Und hat als Opener sozusagen sich gewünscht, die Capri-Fischer, genau, die Capri-Fischer. Und ich habe gesagt, ja, mache ich, ne? Also mit meiner Ernsthaftigkeit, natürlich mit so einem Schmunzeln und wir mussten einfach alle so schmunzeln, weißt du? Ja, also ja. Es war so schön und ich denke mal, dass er das so gewünscht hat, dass er einfach dachte, ja, am Anfang, weißt du, da ist alles so sehr, oh Gott, man hat gar keine, man alles traut sich so, gar so nicht steif und zu atmen. Und ja, es ist extrem blockiert am Anfang und die Menschen trauen sich ja kaum zu atmen und das hilft halt total, wenn er erstmal so ein bisschen ein Lächeln ist und ja, also wundervoll so, deswegen das hilft den Leuten also. Ich habe einfach herausgefunden, dass Musik noch so viel mehr erreichen kann als so eine Rede. Natürlich ist eine Rede auch wichtig, aber die Musik, weißt du, die geht richtig ans Herz so. Ne? Bei der Rede kannst du dich noch ein bisschen davon distanzieren und kannst sagen, nee, ich lasse das nicht in mein Herz rein. Aber die Musik, zumindest wenn ich singe, die Leute sagen es so. Ich kann es ja nicht über mich so sagen, weißt du. Aber die sagen, meine Stimme geht so rein, man kann sich gar nicht schützen. Also es ist aber wundervoll. Also es löst so Blockaden. Also ist das wie ein therapeutischer Prozess. Sozusagen. Also das heißt, Petra, damit auch unsere Zuhörer und Zuschauer sich das vorstellen können, hättest du Lust, ein Lied für uns anzustimmen? Okay, wollen wir jetzt schon singen? Ja. Okay, ja klar, ich probiere das mal, ne, mit meiner Technik hier. Mein Mann hat mir geholfen. Dass oh, danke an deinen Mann. Ja, aber mit Technik, weißt du, man kann nicht alles, ne? Nee, wenn man so singen kann, dann muss man Technik nicht können. Nee, genau, ne? Ja, pass auf, dann probiere ich das mal.
Und du gibst mir gleich mal ein Okay, ob du Musik hörst. Ja, mache ich. Genau, pass auf, dann stelle ich das mal eben kurz ein. Liebe Zuhörer, solange vielleicht wie Petra das gerade sucht, ich habe mir natürlich die CD von der Petra angehört. Es gibt eine von Trosttiger und es gibt noch eine andere CD. Und da sind unterschiedliche Lieder drauf. Und wenn ihr Lust habt, einfach, oder wenn ihr auf der Suche seid nach dem passenden Lied für eine Trauerfeier, einfach bei der Petra auf die Internetseite gehen, da draufklicken, mal reinhören und euer Lied finden. Und mir hat am besten gefallen, Petra, welches Lied? In diesem Moment. In diesem Moment, ja. Und jetzt kommt auch der Hall auch schon. Pass mal auf, guck mal, ich mache einmal kurz einen Check, ob du dieses Piano hörst oder ihr alle jetzt gerade. Ja, fantastisch. Ja. Sehr gut, das ist dann nämlich die wunderbare Piano-Version, die dazu kommt. Also dann geht's jetzt los, pass auf. In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt dein Schicksal seinen Lauf, erlischt irgendwo ein Stern, scheint das Glück unendlich fern. Werden Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen, werden Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört. Und irgendwo wird's gerade Sommer und anderswo schon Herbst. Und Menschen glauben fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als eine von Millionen steh ich hier und schau nach oben, frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühl ich, dass du gerade hier bist, in diesem In diesem Moment schließen Augen sich für immer, scheint ein kleiner Hoffnungsschimmer, wird dein geschenktes Herz zur Last und durch Mitleid Geld gemacht. Er wird ein Mensch zum Kampf gedrillt und ein Diktator altersmild, wird die große Chance verpasst und am Sterbebett gelacht. Und hinterm Licht wartet ein Tunnel und am Tunnelende Licht. Nur dass ein Plan dahinter steckt, zeigt sich für mich nicht. Und als eine von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als eine von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühle ich, dass du gerade hier bist, in diesem Moment. Fragen nach dem großen Sinn, der die Welt durchzieht, versenden sich im All und schwingen mit. Wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühle ich, dass du gerade hier bist, in diesem Moment. Wow, war das schön, danke. Aber man merkt dann auch selber, und ich merke das auch bei dir, das ist auch sehr emotional für dich, gell? Du lebst das voll mit, du spürst das voll mit. Total. Und danke, Petra, dass du das für uns gemacht hast. Und ich glaube, liebe Zuhörer und Zuschauer, schöner kann man es eigentlich nicht erleben haben und jemanden begleiten auf seinem letzten Weg. Und Petra, aufgrund dessen, weil du das ja alles
begleitet hast, viele Leute erlebt hast, mit denen geredet hast. Und da sind ja auch viele Kinder mit dabei, die eine Schwester verlieren, die Mama verlieren. Dann bist du eines Morgens aufgewacht und du hast den Traum gehabt von dem Trosttiger. Erzähl uns mal die Geschichte. Ganz genau. Hier. Kannst du einen holen? Welche? Ich hole mal eben einen, pass auf. Ja, warte. Bitte. No. Petra kommt sofort gleich wieder, aber liebe Zuschauer, Zuhörer, können es ja nicht sehen, aber ihr müsst ihn unbedingt mal von Namen sehen, so einen kleinen Trosttiger. So, jetzt ist er da. Die Petra hat, glaube ich, den Großen und den Kleinen geholt. Genau, das ist der Trosttiger. Und jetzt erzähl ganz die genau. Geschichte, Petra. Ganz genau, also das ist der Große, der war als erstes da, genau, und dann kam noch der Kleine. Ja, das war eine total verrückte Geschichte, die ich selber manchmal noch nicht glauben kann, aber es ist so passiert, wie ich es dir sage. Ich bin aufgewacht, das war eine Phase, wo ich tief in Trauer war, nachdem die Mama verstarb. Mein Mann musste der war im Ausland, der musste also nach Dubai für 4 Jahre, meine Tochter war ausgezogen und mein Hund war noch verstorben. Also es war so ein halbes Jahr nach dem, ja, also ehrlich gesagt. Alles auf einmal. Zu viel, wirklich. Mhm. Ich habe das nicht verkraftet. Und dann war ich extrem, dann habe ich richtig gemerkt, oh krass, die Trauer, okay. Und ich wusste ja, jetzt weiß ich das natürlich, aber damals wusste ich noch nicht so richtig, boah, was mache ich mit dieser Trauer? Und ich habe auch gespürt, wie das viele Menschen spüren, die Tore und die Türen sind jetzt nicht offen unbedingt für dich, wenn du in diesem Zustand bist, ja. Mhm. Ich weiß, dass es aus Unsicherheit ist der Menschen, aber du bist einfach echt alleine, bist einfach alleine damit. Ja, und da bin ich wach geworden und da war das Wort im Ohr. Trosttiger. Und ich kann dir sagen, André, ich weiß überhaupt nicht, ich wusste damit überhaupt nichts anzufangen. Ich dachte, jetzt drehst du durch. Jetzt geht's los, weißt du. Ich bin ja eh schon verrückt, aber dann war jetzt bist du richtig verrückt. Und dann bin ich, und das hörte nicht auf. Kennst du das so wie ein... Ja, du hast das so im Kopf und es ist eine Idee und das geht auch nicht weg und dann lässt sich auch nicht los und dann willst du es auch wissen, was es ist und was das bedeutet und was man damit machen kann. Aber ich dachte ja, ich dachte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es meine Idee ist. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich habe es irgendwo aufgeschnappt. Und dann habe ich gegoogelt und das Wort gab es nicht. Und dann dachte ich, ach krass, okay, du hast was erfunden, weißt du. Wurde mir heiß und kalt. Ich wusste, du hast etwas erfunden, was es noch nicht gibt, ja, ein Wort. Und dieses Wort hätte man jetzt einfach auch liegen lassen können, aber ich konnte das nicht. Ich wusste, das wird dein Leben nochmal krass verändern, weil das wird irgendwie jetzt etwas werden, womit du Menschen trösten kannst. Das wusste ich direkt. Mhm. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, direkt eine Zeichnung gemacht. Ich bin ja auch Illustratorin, Grafikerin. Petra ist nämlich auch Grafikerin. Und so fügt sich das manchmal auch im Leben, gell? Ja. Als gelernte Grafikerin und dann auf einmal wird dir dein Beruf und deine andere Gabe, die du hast, dass du so zeichnen kannst. Wusste ich auch noch nicht, weißt du, ich komme aus der Illustration Aquarell, so Sachen, die da hinten sind, auch Porträtzeichnung. Ich habe noch nie eine Kinderzeichnung gemacht, bis zu dem Zeitpunkt. Und es floss einfach so aus der Hand raus. Ich kann es dir nicht erklären. So. Ja, und dann war der Tiger da, es war ein kleiner Junge da, es waren direkt Geschichten in meinem Kopf und ich dachte, oh, krass, okay. Und das hat mich dann direkt getröstet so. Ja, und dann habe ich das in meinem Instagram-Kanal hochgeladen und gedacht, mal gucken, was passiert. Ne? Und das ist durch die Decke gegangen, weil das war der Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben bei Geschichten, die verkaufen, wo du ja auch mit Uwe und mit Bernhard überlegt hast, wie du deine Idee, wie du das rund machen kannst, wie sich das entwickelt. Und dann hat ja dieser Trosttiger auch Gestalt angenommen. Du hast eine Firma gefunden, du hast denen die Zeichnung geschickt und die haben die ersten Probetrosttiger gemacht, der auch Prototypen gemacht, der im Prinzip deinen Vorstellungen voll entsprochen hat. Und dann sind ja so die ganzen anderen Ideen entstanden. Wenn man bei der Petra bei Instagram guckt oder Facebook oder auf der Internetseite, ihr könnt dem Trosttiger auch eine individuelle Farbe, ein Halstuch geben. Ihr könnt da was draufsticken lassen, was euch wichtig ist oder was ihr denkt, dass dem ihr es schenkt, was für den wichtig ist, was da draufsteht. Und das Allerschönste, was ich gesehen habe, ist ja natürlich, es gibt inzwischen auch ein Kinderbuch mit dem Trosttiger, der Kindern helfen soll, wenn jemand in der Familie stirbt, wie sie damit umgehen können,
dass sie nicht alleine sind auf dieser Welt. Aber ich glaube, Petra, dieses Buch ist nicht nur für Kinder, sondern auch für viele Erwachsene. So wie du gesagt hast, du hast dich alleine gefühlt und gar nicht gewusst mit deinen ganzen Gefühlen, was du hattest, wohin. Und wenn man dann was hat oder was findet, wo man sich verstanden fühlt und wo man auch weiß, das ist normal, das gehört dazu, Genau, ja. dann sind solche Sachen wie der Trosttiger oder dieses Kinderbuch natürlich ein Geschenk. Und auch für viele Menschen, weil du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, viele können mit Trauer nicht umgehen. Und die sagen gar nichts oder reden dann manchmal ein blödes Zeug. Und ich weiß, du hast auch 5 Tipps auf deiner Internetseite, wie man mit Leuten, die trauern, umgeht, was man wirklich vermeiden sollte und wie man seine Gefühle und das, was man denkt oder wie man auf solche Leute zugeht, was man da auch machen kann. Da war ich dir auch sehr dankbar dafür, weil wir sind leider in der Beziehung nicht gut erzogen. Da gibt es andere Kulturen, die gehen mit dem Tod ganz anders um. Ja, total. Also das merkt man aber überall. Also ich muss dir auch sagen, nachdem ich ja dann diese Idee hatte und dachte, die Welt wird sich freuen, also die Welt schon, aber erstmal hier in Deutschland haben sich nicht so viele gefreut, weil ich merke, dass überall, dass ich an so viele Grenzen stoße, dass wirklich auch viele Hürden sind und dass es gar nicht so einfach ist, sozusagen mit dem Thema sich zu platzieren oder dass Menschen einfach wahnsinnig Angst davor haben. Ne? Also die Menschen, die mich jetzt finden, also Angehörige, die mich anrufen oder Menschen, die den Tiger finden, die freuen sich natürlich, weil sie ja quasi gezielt danach gesucht haben und sich freuen. Aber alleine merkst du einfach, wenn du so im Freundeskreis darüber sprichst, mit Bekannten oder auch sagst, ich möchte jetzt ein Konzert geben. Wir hatten jetzt die Erfahrung, dass wir im Ahrtal ein Konzert gegeben haben. Wir haben gedacht, Mensch, also weil mein Pianist kommt da auch her. Da werden doch die Leute sich freuen und so weiter. Allerdings haben wir auch aufs Plakat wirklich geschrieben, was drin ist. Also sprich, es geht um Tod und Trauer. Und da kann ich dir sagen, waren nicht viele Menschen. Und ich kann es auch natürlich jetzt verstehen, weil es zu viel war, weißt du? Weil da noch so viel Trauer ist, das hat man mir dann auch erzählt, weil da auch viele Psychologen noch hingehen. Es ist noch sehr, sehr viel im Argen. Also Menschen, die sich dort auch umbringen, noch weil die damit nicht klarkommen. Ne? Und da hat man eben gemerkt, okay, du kannst. Also du musst sie erstmal langsam ranführen, weißt du? Du kannst nicht einfach so einen Raum öffnen, kannst du schon, aber da wird keiner kommen. Deswegen werden wir das jetzt gezielter machen und die Leute langsamer ranführen. Ja? Denn ein Konzert mit Musik, wo die Leute, glaube ich, sie haben Angst, weißt du, dass sie in der Trauer irgendwo, dass sie nicht mehr rauskommen, dass sie wie in so einem Trauermeer schwimmen und das Gefühl haben, okay, ich komme aus diesem Meer nicht mehr raus. Ich weiß ja, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass das wirklich nicht so ist. Man braucht überhaupt keine Angst haben. Ja, man kann wie so durch so eine Trauerpfütze so reinspringen und du kannst wieder rausspringen. Ja, und auch die Musik ist so, dass die Menschen, die ja meine Musik auch hören, und es sind ja viele mittlerweile, auch bei Instagram haben wir ja über 11.000 Follower, und Bestimmt, die sagen alle, und auch alle, wo ich gesungen habe, Petra, ich habe erst auch ein bisschen Angst gehabt, dass es mich vielleicht überrollt irgendwo, ne? ja, emotional, Aber dass man dann einfach gar nicht mehr mit seinen Emotionen weiß, wohin. genau, ne? Aber Fakt ist, dass es nicht ist. Also es öffnet zwar erst, die Leute weinen auch immer, was ist in Ordnung, weißt Aber du? das ist ja auch in Aber nicht Ordnung, schlimm. das gehört ja auch dazu. Ja. Und genau deswegen, Petra, habe ich ja auch damals interessiert zugehört, als wir uns kennengelernt haben und ganz bewusst dich auch recht früh schon angesprochen, ob wir nicht mal einen Podcast machen wollen, weil ich genau dasselbe auch erlebt habe, gefühlt habe, dass viele mit diesem Thema einfach nichts anfangen können. Und das ist nichts Schlimmes, es gehört nur einfach zu unserem Leben. Aber wir machen es uns alle leichter, wenn wir darüber reden, damit offen umgehen. Und auch wenn du so erzählst, ich denke auch, wenn du so ins Hospiz gehst und für die Leute, die gehen müssen, wenn du aber weißt, dass du in Frieden gehen kannst, wie der Tag abläuft, dass das alles geklärt ist, dass das auch so ist, wie man selber sich das wünscht und man auch, wie du dem Mann mit dem Meer gesagt hast oder so. Ja, Und das ist das sind so wunderschön. Sachen, wenn man da jemanden hat wie dich, mit dem man darüber reden kann und sich austauschen kann, sowohl für den, der geht, als auch die, die da bleiben, dann kann man ja auch diese ganze Sache, diese ganze Trauer und diese ganze Situation viel
einfacher, nee, würde ich nicht sagen, besser vielleicht verarbeiten, als wenn alles totgeschwiegen wird. Genau, weil es ist so, ich möchte der Trauer eine Heimat geben. So musst du dir das vorstellen, ja? Also, weil die Trauer, dieses Gefühl hat keine Heimat, findet oft in den Menschen keinen Platz, keinen Raum. Ja, wir geben dieser Trauer keinen Raum. Und ich möchte sozusagen einfach dieser Trauer einen Raum geben, ne? Und dann spüren die Leute das auch, dass da Platz ist, dass ich sie halten, dass ich den Raum auch halten kann, auch. Ja, und dann merken sie, okay, ich brauche keine Angst haben, ich kann mich da öffnen. Und dann kann man sich so verbinden. Weißt, es gibt nichts Schöneres, als sich damit zu verbinden. Deswegen ist für mich auch das Thema Tod überhaupt nichts Schlimmes mehr. Und es macht mich überhaupt nicht traurig, sondern es macht mich viel lebensfroher, als ich schon war. Also ich bin jetzt Das wirklich stimmt. frei von Ängsten. Ich hatte früher so viele Ängste vor allem Möglichen. Und ehrlich gesagt habe ich das komplett befreit. Und ich weiß, dass es anderen Menschen auch so gehen wird. Denn die Menschen, die sich diesem Thema genähert haben, bestätigen mir das auch. Ne? Und das glaube ich auch, Petra, dass ich das schon allein die, die das erlebt haben, einfach auch weitererzählen, berichten. Und es dauert vielleicht ein bisschen länger, weil du machst ja keine Riesenwerbung, wie du Nein. in dem Sinne, so dass du da Plakate machst oder so, sondern die Leute erzählen das weiter und die erzählen weiter, was ihnen gut getan hat. Und wenn jemand sowas wie du mit Leidenschaft machst, dass die Leute das auch spüren und das sich auch wünschen, dass das im Prinzip bei ihnen auch stattfindet. Ja. Und liebe Zuhörer und Zuschauer, also wenn ihr Petra näher kennenlernen wollt, wenn ihr wissen wollt, wo ich sie erreiche, wo kann ich sie anrufen? Ich möchte gerne das für mich klären oder wir haben einen Fall in der Familie und wir suchen noch jemand. Alle Informationen zur Petra sind dann unten in den Shownotes. Da könnt ihr klicken, da könnt ihr nachschauen. Wenn ihr einen Trauerfall habt oder wenn ihr das für euch selber klären wollt, ruft einfach bei Petra an, besprecht das mit ihr in Ruhe. Es gibt auch, Petra, ich habe neulich gesehen, da war ich glaube beim Live bei Instagram dabei. Da war eine junge Mutti, die auch wusste, dass sie sterben musste. Und ihr konntet euch nicht nochmal live sehen, aber ihr habt das dann. Auf eine andere Art und Weise hast du ihr nochmal Kraft gegeben, Mut gegeben. Und also es gibt 100 Möglichkeiten, wie man jemanden begleiten kann, oder? Ganz genau, absolut. Das wollte ich nämlich sagen, ganz genau. Ich bin ja in Solingen, also in NRW, aber das heißt nicht, ich kann eigentlich überall singen, denn es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ich auch in dem Jahr jetzt so rausgefunden habe, dass das tatsächlich funktioniert, so wie wir über Zoom. Du hast es gerade gespürt, du hast es gespürt, ich habe es dir angesehen. Das mache ich tatsächlich mit Menschen, die möchten, dass ich für sie singe und die zu weit weg sind, zum Beispiel, die einfach ein Gespräch möchten oder dass ich, die sagen, Mensch, ich habe hier jemanden, der ist sehr krank, der wird sterben, kannst du nicht singen? Das mache ich dann zum Beispiel auch. Das sind Menschen, die ich über Instagram kennengelernt habe. Dann ist natürlich die Möglichkeit, das machen die Menschen, dass, also ich fahre relativ weit, ja. Also das kann man ruhig anfragen. Ich war jetzt mehrfach in der Nähe von Bremen, ich war schon in Hamburg, ich war schon in Berlin. Die Leute bezahlen mir die Übernachtung, weil denen das so wichtig ist, ne? Und dann komme ich, ja. Oder sie sagen eben, Mensch, wenigstens deine Stimme möchten wir dabei haben. So, ja. Das ist jetzt ganz neu. Ich habe eine sehr schöne deutsche Trauerversion für das, also Halleluja, geschrieben. Ne? Das kennt man ja. Und das geht gerade total ab. Also kann man bei Das glaube ich, YouTube weil das ist an gucken. sich schon ein so schönes Lied. Ja, Oh, und Stimme zwei, ja. da habe ich zwei Versionen geschrieben. Eine christliche Trauerversion. Und ich kriege wirklich jeden Tag eine E-Mail. Wir haben das entdeckt, dürfen wir das abspielen, ne? So, ne? Und die andere Version ist quasi so eine weltliche Mutmach-Version. Ne? So, und das ist richtig schön. Aber wo gibt's die Version, Petra? Also bei YouTube, eigentlich muss man nur eingeben, Halleluja, Petra Berghoff, dann findet man das sofort. Also Ja. ich hänge euch den Link unten auch Das mit in den ist, Shownotes rein, ja. liebe Zuhörer, weil ich bin auch ein Fan von dem Lied und ein Fan von Ja, du dir. wirst begeistert sein, wirklich. Also Und das. liebe Zuhörer, für alle die, die es nicht wissen, die Petra war nämlich auch The Voice of Germany. Petra, erzähl noch ganz kurz die Ja, Geschichte. bei Voice of Germany, ja, ganz genau. Also das war auch eine völlig verrückte Geschichte, weil ich bin kein Wettbewerbstyp, gar keine und auch keiner, der so jetzt unbedingt sagt, ich bin jetzt hier die Tollste. Ja, aber da war es so, dass quasi die Bewerbungsphase war nur über Video, weil es war ja Corona, ne? Und meine Tochter hat noch gesagt, ach, schreib doch mal hin und all meine Freunde sagen das immer. Ach, und dann dachte ich so, ja komm, Video hochladen, ich habe das nicht ernst genommen, muss ich dir ehrlich gestehen, ne? Weil mein Gott, da
bewerben sich Tausende, ne? Ja, ja. Also dieses Jahr oder letztes Jahr war ich ja, haben sich, glaube ich, 16.000 oder noch mehr beworben. Ich weiß gar nicht, wie Wahnsinn. Viel. Genau, auf jeden Fall. So, und dann kam aber irgendwie so nach 4 Wochen ungefähr oder 6 Wochen eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, du bist weiter, du bist noch weiter, du bist durch alle Runden durch, weil die haben diese ganzen, wo man sonst persönlich. Ach, die Vorausscheider haben die im Prinzip alles gleich online, haben die selber genau. durchlaufen und mein, lassen. Und mein Video ist sozusagen immer eine Runde weitergekommen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und ich so, ach du Jemini, das hast du jetzt nicht gewonnen, das wolltest du nicht. Und dann gab es Interviews mit den Redakteuren, ne? Also es gibt eine große Auswahl. Und dann gibt es die letzte Auswahl, muss ich nach Berlin fahren. Und dann musste ich 3 Lieder vorbereiten. Boah, da dachte ich schon, oh Gott, da sitzen dann schon die Redakteure und alle und gucken so, ne, und nehmen das auf. Ja, und dann bin ich da auch noch durchgekommen für die Andrea. Und dann habe ich plötzlich die Nachricht, du bist in der Blind Audition. On the stage. On the stage, weißt du. Und zwar, was natürlich mir sehr wichtig war, mit dem Thema Trauer. Ja. Das wollte ich da bringen. Ich wollte jetzt nicht einfach nur so singen. Ne? Weil das ist ja auch deine Botschaft, Petra. Du möchtest ja einfach auch den Leuten diese Berührungsängste zu diesem Thema nehmen. Und wenn du dann das, aber guck mal, wie sich das entwickelt hat. Und dann bist du bei The Voice und das kannst war deine so Botschaft. Schön. Das war, und ich habe es gesehen, das war ein super Auftritt, gell? Es war, ein Wahnsinn. Vor allen Dingen, alle waren so wertschätzend. Also die ganzen Redakteure, die haben auch immer geweint und die Redakteurinnen natürlich auch. Ja. Beides. die mich dann gesehen haben, dann der eine, ich weiß noch, kurz vorm Auftritt sagte, Petra, krass, du bist wirklich hier, ich freue mich so, weil die wissen ja auch nicht immer, wer dann wirklich weiterkommt. Ne? Und mit dem habe ich das Erstgespräch gehabt. So schön und auch hinterher. Also, und ich habe so viele Nachrichten bekommen bei Andrea. Also ungezählte Nachrichten, handgeschriebene Briefe über alle Kanäle, aber dass die Leute alle geschrieben haben, boah, du hast mir so Mut gemacht. Das Lied hieß auch Mut, also Mut machen, das war ja mein Wunsch, ne? Und das Lied heißt auch noch Mut, passte also sehr schön. Ja, also ich habe mir natürlich eigentlich selber nur damit Mut gemacht, weil ich hatte wirklich Angst. Das glaube ich dir. Aber du bist eigentlich ein Beispiel für uns alle, Petra. Wenn man sich seinen Ängsten stellt und den Mut hat, sich da auf die Bühne zu stellen oder den Mut hat, den Kontakt zu suchen, den Mut hat, über Sachen zu reden, vor denen man Angst hat, den Mut hat, dieses Thema Tod anzugehen, auch in der Familie zu besprechen, weil das macht es für alle einfacher. Ja, das sind total. So, Petra, was möchtest du unseren Zuhörern gerne noch mitgeben? Also das, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, sozusagen, ist natürlich mein Wunsch, ne? Und auch wirklich, also dafür brenne ich total, den Leuten einfach diesen Mut mitzugeben, weil ich kenne so viele Menschen, die träumen von etwas, ja, die haben Ideen, das könnte ich werden, das könnte ich sein, aber mir fehlt ja diese Eigenschaft, jenes, dieses Wissen noch, oder ich habe einfach nur wahnsinnige Angst, dass es schiefgehen könnte. Die Leute laufen gar nicht los. Ich habe auch immer wieder mal Gespräche mit Menschen, die sozusagen wie so ein kleines quasi Coaching möchten, und das mache ich dann auch einfach. Und da war wieder eine Dame, die hatte so toll, also die Voraussetzungen waren bestens, weißt du, bestens. Und sie läuft aber einfach seit 10 Jahren nicht los. Ich sage immer, wie beim Sport, ich habe mir dann richtig so ein Bild gehabt bei ihr. Du stehst doch am Startblock, und du hast und dann alles, musst du mal raus, du musst einfach nur raus und loslaufen, einfach raus. Und das habe ich wirklich bei The Voice gelernt, diese Bühne, weißt du, dieser Vorhang und dieser Moment, glaub mir, mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Die machen den Vorhang auf. Ich weiß mal, ich frage noch, geht's jetzt los? Ja. Ich dachte, ich sterbe. Nein. Und dann einfach zu gehen. Und es geht. Ich bin nicht ohnmächtig geworden. Ich habe sprechen können, obwohl ich Sprechängste habe und auch schlimme Blockaden als Kind. Habe ich jetzt immer noch manchmal. Oh, egal, scheiß drauf. Weißt du, kann man. Man versteht mich ja, ich kann reden. Egal, alles war weg. Ne? Ich dachte einfach, ne? Weil ganz ehrlich, das Leben ist nicht so lang, wie wir denken. Irgendwann werden wir sterben. Das stimmt. Eine Überraschung, sage ich jetzt, ja. Und wie lange wollen wir warten, weißt du? Und das denke ich mir, das möchte ich mitgeben, wartet nicht. Geh machen. Los, einfach los. Und du glaubst gar nicht, was tolle Sachen passieren. Ist der Hammer. Ich sage immer, der Weg schiebt sich dir unter die Füße. Das ist ein schöner Spruch. Weißt du,
Ne? Ja, du musst aber eigentlich hat auch schon, ja, das stimmt. Und eigentlich hatte ich auch deine Mama ein bisschen geschoben, gell? Ja, die natürlich. Die hat das höchstwahrscheinlich schon gesehen und hat dann das nochmal so das letzte Quäntchen eingefordert. Also ich war jetzt nicht alleine, ne? Also genau. Man ist nie alleine, Petra. Nein, man aber die Mama ist es ganz, ganz deutlich und die freut sich auch immer, wenn sie überall präsent ist. Die wird sich auch heute wieder freuen, weil meine Mutter war sehr exaltiert. Die hatte keine Angst, die hat sie natürlich bewältigt alle und hatte auch wirklich nicht viele Ängste. Und ich hatte immer viele Ängste und sie wollte immer, sie wusste, was ich kann, weißt du? Ich meine, ich habe auch Kinder, ich weiß das. Sie wollte mich immer so ins Licht stellen. Hier das, guck mal, meine Tochter, die kann. Aber ich immer, nein, nein, bitte nicht. Und jetzt weiß ich, wie sie sich freut. Ich weiß, dass sie zufrieden ist. Es ist schade, dass sie gehen stolz. Musste dafür. Sie ist auch stolz, aber sie sitzt oben und hat uns heute auch zugehört und hat gesagt, total. Genau, mein Kind. Ja, ne, aber wirklich, das muss ich dir auch sagen. Also ich habe ihre Stimme immer bei mir, ich habe sie immer bei mir. Ja. Mir Kraft gibt. Ich auch bei diesem The Voice, ich habe immer ihre Stimme gehört. Mach das, mach das. Bei den Trauerfeiern ist es ganz spooky, aber es ist nicht gruselig, es ist okay. Ist sie ganz oft dabei. Ich spüre das einfach. Manchmal ist es nicht und manchmal ist es so, als wenn sie wieder dieses Gefühl, diese Wärme, weißt du, die ich hatte. Ja. Es ist einfach da. Und irgendwie ist es auch so magisch und vielleicht kommt das auch daher, auch mit dem Tiger, weißt du, sie ist auch in diesem Tiger drin. Und die Leute sagen mir immer, Petra, der Tiger hat für mich magische Kräfte. Der gibt mir Kraft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann denke ich auch, ja, es ist ein Tiger. Also, aber es ist eben nicht nur ein Tiger. Ja? Es ist wirklich, der ist wirklich magisch. Und der hat mein Leben verändert und er verändert jetzt gerade das Leben vieler anderer Menschen, nämlich ist sie wirklich Kraft und Mut bekommen. Und ich meine, mehr kann man sich nicht wünschen. Nee, vielleicht noch ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuschauer. Die Petra hat ja auch mit dem Uwe von Gravenstein, habt ihr ja auch so eine Aktion gestartet. Die haben eine bestimmte Anzahl von Trosttigern gekauft und haben die dann im Hospiz zur Verfügung gestellt. Beziehungsweise in der Kinderschutzambulanz. Also ich verteile die, genau, man kann quasi eine Patenschaft übernehmen. So ein das war mir noch wichtig, sag das noch. Genau, das ist bitte. Ganz super. Also du übernimmst eine Patenschaft für einen kleinen oder für einen großen Tiger oder auch für das Kinderbuch jetzt. Und dann geht dieser Tiger in Einrichtungen, entweder in Einrichtungen von Hospizen, Kinderhospiz, aber auch Erwachsenenhospiz, auch Elterninitiativen, wo es um das Thema Krebs geht. Zum Beispiel haben auch einen Verein, wo Kinder krebskranke Eltern sind, die da betreut werden, Kinderschutzambulanz, aber auch Einzelschicksale, denen ich helfe. Und da habe ich eine neue Seite gemacht, die heißt dann trost-tiger-hilfe.de, die ist jetzt ganz neu. Und ich werde auch einen Verein gründen nächstes Jahr, weil da kann ich einfach noch mehr helfen. Das ist mein nächster Plan. Denn das, da habe ich gemerkt, es gibt wirklich viele Menschen, die helfen möchten. Und das aber ist gar wahnsinnig nicht wissen, wohin. Ne, genau. Und bei mir oder wird wem sie überhaupt vertrauen eins können. Zu eins. Ja. Ja, du kannst, manche geben mir auch Briefe mit Handgeschriebene, die ich dann den Leuten mitgebe. Es verbindet uns doch alle, weißt du, es ist eine super tolle Sache, weil es wirklich Menschen verbindet, die ähnliche Trauergeschichten haben. Ne? Also da, wo ich auch gezielt aussuche, wenn jemand sagt, ich habe meinen Bruder letztes Jahr verloren, diesen Fall hatte ich, such du jemanden. Und dann war da eine Frau, die auch ihren Bruder verloren hat. Da habe ich dann den Tiger dahin gegeben. Und auch den Brief weitergegeben. Also wundervoll. Die Frau fühlt sich natürlich extremst getröstet, dass sie weiß, jemand hat an dich gedacht. Jemand, du bist nicht alleine. Es gibt einen Menschen. Ich sage immer, man braucht nur einen Menschen. Einen, wenn es schon einer ist, gell? Ja. Der an dich denkt gerade, der weiß, wie es dir geht. Und dann ist, dann kannst dann du. Dann bist du schon überleben. Nicht mehr alleine, gell? Und du überlebst damit. Und du kannst auch wirklich Trost finden. Und es ist wundervoll. Meine Tochter darf ich auch nicht die dürfen wir auch nicht verschweigen, weil die Nina, meine Tochter, ist auch dabei. Und ohne die würde ich das gar nicht schaffen, weil es ist so viel Arbeit geworden. Wir machen das wirklich noch ganz alleine, ja. Da ist das ist ja in dem Jahr gewachsen und ohne die Nina würdest du das gar nicht schaffen. Unmöglich, unmöglich. Also, und da kommt noch viel mehr nächstes Jahr auf uns zu. Aber ich habe schon Leute, die parat stehen. Es gibt viele in meinem Freundeskreis, die sagen alle, Petra, ich möchte bei dir arbeiten, ich möchte bei dir arbeiten. Also liebe Zuhörer, wenn ihr Petra unterstützen wollt, wenn ihr das Projekt Trosttiger unterstützen wollt, schaut einfach unten in die Shownotes, meldet euch bei Petra, wenn du sagst, oh Mann, ich habe eine Fähigkeit oder ich habe eine Idee, ich möchte gern mitmachen. Meldet euch einfach bei Petra, ihr seid alle herzlich willkommen und am Ende des Tages hilft es uns allen. Und das war heute wieder ein so schöner Podcast, Petra, weil deine Leidenschaft für Menschen, so wie mein Podcast auch heißt, war so zu spüren, mit wie viel
Herzlichkeit, Herz, du deinen Beruf machst, du das gerne machst und das gerne weitergeben möchtest an die Menschen da draußen. Tausend Dank für deine Zeit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es war schön. Bis zum nächsten Mal, Petra. Danke. Tschüss. Tschüss.